Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar habe ich hier ein Paket vor mir. So sieht das so aus. Ich habe bei Dolls Garden zwei Bausätze bestellt. Und da ich ganz oft gefragt werde, hey, wo kaufst du deine Bausätze? Wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht so ein roher Bausatz aus? Deswegen dachte ich mir, ich packe jetzt mit euch mal zusammen dieses Paket aus. Das sind zwei Stück drin. Das sind sogenannte Realborn Babys. Das heißt, die Babys werden nicht modelliert von Künstlern, sondern die werden mit einem 3D-Drucker von einem echten Baby abgedruckt sozusagen. Und genau, das Ganze ist Dolls Garden. www.dollsgarden.com heißt das. Und da könnt ihr mal schauen, wenn ihr Bausätze sucht, die sind echt preisgünstig. Und genau, ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie die Bausätze sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Los geht's. So, ich habe hier wieder mein Messer dabei. Packen das jetzt mal aus. Auch ein sehr schöner Karton im Übrigen, so mit so kleinen Briefen drauf. Toll süß. Okay, richtig cool. Und was ich sagen muss, es wurde gestern erst losgeschickt und ist heute schon da. Also das ist echt gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt mit morgen gerechnet und habe es auch für morgen in meinen Tagesplan eingebaut. Aber jetzt freue ich mich, dass ich heute den ganzen Tag mit Reborn verbringen kann. Und zwei neue Babys machen kann. So, schau mal. Ha, ich hab's schon fertig. Ta-da-da-da-da. Und da sehe ich schon was, nämlich bestimmt die Rechnung. Oh, hört ihr, wie windig das ist? Das ist richtig krass hier bei uns. Genau die Rechnung: 3D Realborn, einmal Joseph und einmal Quinn. Genau. Also, dann packen wir den ersten aus. Oh, wie cool! Die haben ein Knoppers mit reingetan. Wie lustig! Das finde ich ja jetzt richtig cool. Also einfach mal ein Knoppers. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Genau, so, das erste habe ich jetzt hier rausgeholt. Mal schauen, was das hier ist. Was hängt hier unten? Ach, hier ist ein Kabelbinder. So, genau, das ist der Quinn. Die Quinn, genau. Das ist Quinn. Hier seht ihr einmal das Zertifikat. So sehen alle Zertifikate von den Realborns aus. Die sind nämlich von Denise Pratt. Und genau, so sehen einfach alle Zertifikate von den Realborns aus. Daran erkennt ihr sozusagen die Realborn-Babys. Genau, das ist in so einer Tüte eingepackt hier. Ich würde sagen, wir packen das mal aus. Das ist wie gesagt Quinn. Oh, wie cool. Das ist sogar noch extra in einer Tüte eingepackt. Das finde ich sehr gut, weil so ein Zertifikat ist halt echt hochwertig. Genau, und dann haben wir hier den Bausatz. Die kleine Quinn. Hier steht jetzt auch nochmal drauf alles. Genau, und das ist halt von einem 3D-Drucker, werden die Babys so nachgemacht. Die werden halt so beim Scanner eingescannt und dann werden die so nachgebaut. Genau, das ist diese Quinn, der Kopf. Und dann haben wir natürlich noch Beinchen. Die sind auch richtig schön. Richtig, richtig viele Falten. Unglaublich krass. Also echt wie so ein echtes Baby sieht das aus. Das ist wirklich cool. Und dann haben wir noch die Arme. Auch richtig schön. Eine richtig süße Faust. Genau, das andere Bein ist so ein bisschen mehr gestreckt, wie ihr seht. Aber auch richtig schöne Adern. Also Falten sind das ja. Nicht Adern, sondern Falten. Richtig schön. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier das zweite Baby. Das ist der Joseph. Hier ist ja auch wieder ein Realborn Baby. Den packen wir jetzt auch mal aus. Den fand ich auch so zuckersüß. Und hier oben seht ihr auch immer so Beispielbilder. Das ist halt das echte Baby, was da abgelasert wurde, sozusagen. Und es ist einfach ultra süß. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Einmal das Zertifikat wieder. Sieht voll schön aus, auch mit diesen Füßchen hier drauf. Richtig, richtig süß. So, und dann haben wir die Beinchen, auch ganz kleine Füße. Oh wow, ganz, ganz klein. Hier wieder die ganzen Falten. Da sieht man halt wirklich, dass es halt echt
richtig krass echt aussieht und dass das halt auch echt von einem echten Baby ist sozusagen. Genau. Hier stehen auch überall die Namen drauf. Finde ich auch sehr gut, dass man die Beine und so nicht vertauschen kann, wenn man mehrere Babys auf einmal macht. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Genau, dann haben wir noch kleine Ärmchen. Oh, die Faust ist süß, weil er so kleinen Finger da rausstreckt. Oh, richtig süß. Genau, dann haben wir noch eine gestreckte Hand. Seht ihr das? Was für krasse Falten. Oh mein Gott. Wow, ich bin echt begeistert. Genau, so sieht das aus. Dann haben wir noch den Korb. Oh, hat er süße Ohren. Wow, hat er süße Ohren. Genau, und so sieht er aus. Er sieht jetzt ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber Farbe macht da, glaube ich, ganz schön viel aus. Genau, so sieht der kleine Mann aus. Und das letzte in diesem Paket sind einmal zwei Stoffkörper, passend für die jeweiligen Babys. Das sind ein Bindekörper. Ich mache die Bänder aber raus und mache Kabelbinder rein. Aber das heißt halt, dass hier halt direkt das Loch ist, wo man die Arme reinstecken kann, ohne Scheibengelenk sozusagen. Ich finde, die Körper sehen einfach auch viel besser aus und dadurch ist, dass es eben vier Viertel und vier Viertel Arme und Beine sind, deswegen passt so ein Körper sehr, sehr gut. Und genau, ich finde, es macht einfach was her. So sieht es aus. Haben sogar so einen kleinen Popo hier. Wenn man hier die Watte schön reinmacht, haben die so einen richtig schönen Popo. Genau. So sieht der Körper aus. Und der andere ist eigentlich genau das gleiche. Hat hier noch einen Kabelbinder für den Kopf. Aber wie gesagt, ich mache halt überall Kabelbinder rein. Genau. Einfach so kleine Körper für die Babys. Ich habe die jetzt schon mitbestellt, weil ich es einfach besser finde, anstatt. Die gibt es nämlich nicht extra dazu, sondern die muss man halt extra bestellen. Aber ich finde es besser, wenn man das alles komplett direkt hat und dann nicht, wenn das Baby fertig ist. Scheiße, ich brauche noch einen Körper und dann muss man noch so lange warten, bis man erstmal den richtigen Körper gefunden hat, weil jedes Baby braucht halt einen individuellen Körper und genau, deswegen habe ich die jetzt direkt mitbestellt. Kosten 10 € das Stück, wenn du das mit dem Bowser zusammen kaufst und du einzeln kaufst, kosten die ein bisschen mehr. Genau. Und das war's auch schon. Das waren jetzt die zwei Bausätze und ich wollte diese Firma jetzt mal ausprobieren und ich kann wirklich sagen, ich bestelle da jetzt gleich direkt noch mehr, weil die sind wirklich klasse und ich bin jetzt echt begeistert. Versand ist gut, Kosten sind super, also das ist wirklich erstaunlich und genau, ich bin auch von der Qualität von den Körpern richtig begeistert und dass ich hier einen Knoppers extra bekommen habe. Also Leute, welche Firma schickt bitte einen Knoppers mit? Also das finde ich aber richtig cool. Genau. Ich habe denen gestern eine E-Mail geschrieben und heute sind die Sachen da. Ich bin einfach begeistert. Und deswegen Daumen hoch für diese Firma. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich versuche das in der Infobox zu verlinken. Nein, das ist keine Werbung, aber ich möchte es euch einfach empfehlen, falls ihr Bausätze sucht, kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Erst recht diese Realborn-Babys, denn das ist so deren Hauptverkauf sozusagen. Davon haben sie nämlich, glaube ich, über 100 Stück einzelne Bausätze. Und genau, da müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr diese Realborn-Babys sucht, müsst ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Tschüss, Leute!